Das hatte ich, glaube ich, mal ganz kurz angewendet, so dieses Diagonalisierungsprinzip. Auch das wird des Öfteren verwendet, um einen Nachweis zu führen, letztendlich immer in Kombination mit einem Widerspruchsbeweis. Und das will ich hier gerne noch einmal ganz kurz demonstrieren. So, das ist die Aussage. Das wollen wir nochmal jetzt auf eine andere Art und Weise beweisen, um einfach dieses Diagonalisierungsprinzip nochmal zu verdeutlichen, jetzt im Zusammenhang mit Turing-Maschinen. So, da machen wir uns erstmal ein paar Gedanken. Und zwar der erste Gedanke ist nichts Spektakuläres. Turing-Maschinen können durch ihre Gödelzahl repräsentiert werden. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal verwendet. Wir hatten auch beim letzten Mal angedeutet, dass die Menge der Turing-Maschinen abzählbar ist. Das heißt, was wir machen können, wir können alle Turing-Maschinen aufzählen. Das haben wir beim letzten Mal schon gemacht. So, da bin ich mir nicht sicher, ob wir das gemacht haben. Und zwar, wenn wir uns jetzt ein Alphabet anschauen, dann ist auch die Menge Sigma Stern, also die Menge aller Wörter über diesem endlichen Alphabet, das ist auch eine abzählbare Menge. Das kriegt man dadurch hin, dass man irgendwie systematisch vorgeht, dass man mit, ich kann ja hier Wörter bilden, wo jetzt die, mal so, Beispiel, was ich nicht machen darf, ich darf jetzt nicht erst alle Wörter aufschreiben, die mit A anfangen. Ja, weil dann habe ich erst ein A, dann zwei A, drei A. Das wird dann, werden ja beliebig viele. Sondern ich muss die irgendwie so anordnen und dadurch dann abzählen, dass ich zuerst die kurzen Wörter nehme. Also ich würde irgendwie aufzählen als A, B, C. Dann nehme ich alle Wörter der Länge 2. A, 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 B, A, B, A, C, B, A, B, 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 C. Dann alle Wörter der Länge 3. Ja, also ich... Als erstes Kriterium dient mir sozusagen die Länge eines Wortes und dann nehme ich alle Kombinationen der vorhandenen Zeichen meines Alphabetes. Ja, und so geht das dann weiter. Das nennt man auch Standardaufzählung oder Standardnummerierung eines Alphabetes. So, das heißt, wichtig ist, ich kann auch alle Wörter aus Sigma Stern aufzählen. Wir fangen an mit W1, W2, W3, dann gibt es beliebig viele. Aber ich kann sie halt in eine vernünftige Reihenfolge bringen oder in eine systematische Reihenfolge. So, was wir jetzt machen, wir können jetzt unsere Turing-Maschinen aufzählen und wir können unsere Wörter aufzählen. Und jetzt stellen wir mal eine Tabelle auf. Und zwar die Tabelle sieht wie folgt aus. Da tragen wir ein, wie sich die Turing-Maschine TI, können wir ja aufzählen, bei Eingabe von WJ verhält. Und zwar hält sie an oder hält sie nicht an. Das heißt, wir schreiben hier hin. Beispielsweise Zeilenbeschriftungen, die Turing-Maschine 1, die Turing-Maschine 2, die Turing-Maschine 3, die Turing-Maschine 4 und so weiter. Ja, und als Spaltenbeschriftung schreiben wir hin das Wort W1, W2, W3, W4 und so weiter. So, was wir jetzt hier eintragen, ob T1 angewendet auf W1 anhält oder nicht. Jetzt nehme ich einfach mal beliebig, das ist jetzt ist ja nur ein Beispiel, um das zu verdeutlichen. Ich schreibe einfach mal rein, hier so, der hält an. Nee, bei T2 hält es nicht an, hier hält es auch nicht an. Hier hält es wieder an. T2 hält bei W1 an, es hält auch bei W2 an. Nein, dient jetzt einfach nur hier so zur Verdeutlichung. Ja, nein, 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 ja, ja, nein. Ja, nein. Ja, also beispielsweise bedeutet dieser Eintrag hier, dass T3 angewendet auf W2 nicht anhält. Angenommen, es gibt eine Turing-Maschine H, die das allgemeine Halteproblem entscheidet. Was macht dann diese Maschine? Die generiert uns im Prinzip genau, oder mit Hilfe dieser Maschine können wir genau diese Tabelle generieren. Ja, dann wäre H, wäre das eine Implementierung der obigen Tabelle. Wenn das so ist, dann konstruieren wir uns eine weitere Maschine. Die nenne ich jetzt einfach mal B. So, bei Eingabe von J und erzeugt dann den folgenden Eintrag der Tabelle, simuliert sozusagen die Turing-Maschine TJ, angewendet auf das Wort WJ. Also sozusagen, das sind genau die Einträge hier auf der Diagonalen. Die werden jetzt durch diese Turing-Maschine B sozusagen bestimmt. Und zwar tut sie das durch der Maschine H. Das Ergebnis ist entweder ja oder nein, ne, weil es ja eine Maschine ist, unter unserer Annahme, die entscheiden kann, ja, und die liefert uns ja ein ja oder nein. So, was wir jetzt machen, jetzt invertieren wir genau das Ergebnis.
Nee, stimmt gar nicht. Das invertieren wir nicht nur, sondern die machen was anderes. Wird nun modifiziert. Zwar wie folgt. Bei n terminiert sie, hält also an und liefert ein Ja. Also das, die negative Ausgabe hier, die wird genau gekippt oder invertiert. Und wenn das Ergebnis hier dieser Simulation aber Ja ist, so geht sie in eine Endlosschleife. Das heißt, was die jetzt machen würde, die würde hier in den Fällen, wo hier ein Ja steht, verfällt sie in eine Endlosschleife. Und in den Stellen, wo Nein steht, da macht sie ein Ja draus. So, also das Terminierungsverhalten entspricht jetzt genau dem Gegenteil dieser Hauptdiagonalen. B selbst ist eine Turing-Maschine. Unsere Tabelle enthält alle Turing-Maschinen. Ja, wir hatten ja gesagt, unsere Turing-Maschinen, das hat man auch gezeigt, die sind aufzählbar. Ja, also muss es auch einen Index geben, sodass hier irgendwie so ein MK gerade unsere Maschine B ist. Also in irgendeiner der Zeile realisiert gerade hier unsere Turing-Maschine B. B ist selbst eine Turing-Maschine, das heißt eine dieser Zahlen in dieser Tabelle ist gerade die Umsetzung der Maschine B. Also es gibt irgendwie einen Index K, ja, das ist jetzt gerade sozusagen die karte Zeile in dieser obigen Tabelle. Nach Konstruktion von B, wir haben ja gerade sozusagen die Hauptdiagonale gekippt oder invertiert, nach Konstruktion von B liefert diese aber ein anderes Ergebnis. Und zwar, wenn wir das auf das Wort WK anwenden, das ist dann genau der Wert auf der Diagonalen, als die Maschine MK selbst. Ja, weil das ist ja der Eintrag in unserer Tabelle und jetzt haben wir B so konstruiert, dass er gerade diese Diagonalelemente, darum auch Diagonalisierung, modifiziert. So, und damit haben wir Widerspruch. Ja, das ist ja eine ganz vernünftige Konstruktion, die wir da gemacht haben. Das kann aber nicht sein. Das heißt, wir haben Widerspruch erzeugt. So, ursprüngliche Annahme war falsch. Und die ursprüngliche Annahme war, dass die Maschine H, das war die Maschine, die uns das Halteproblem löst, die quasi genau diese Tabelle generiert, dass die existiert. Ja, und damit haben wir den Nachweis, H existiert nicht. Damit das allgemeine Halteproblem ist nicht entscheidbar. Ja, etwas anderer Beweis, wir haben nochmal dieses Diagonalisierungsprinzip verwendet.